Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge hier am Mittwoch. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach Map 1.8 ohne Gräben. Wir sind dabei, ein bisschen die Holzindustrie hier oben in Schwung zu halten. Paletten brauchen wir jetzt in nächster Zeit viel. Hackschnitzel werden wir vielleicht auch noch viel brauchen. Ich fahre erstmal die Hackschnitzel hier ab, die wir hier haben, und bringe die hier ins Silo. Beziehungsweise fülle vorher hier vorne mal. Okay, die produzieren nicht mehr. Warum nicht? Ich kann mir auch nicht sagen, dass er so eine Palette Holz braucht, um da so einen Quatsch zu machen. Naja, scheinbar schon. Da müssen wir auf die nächste Holzpalette warten, die wir da hinbringen, damit dann da weitere Bienenstöcke produziert werden. So, erstmal fülle ich hier den Brennstoff ein bisschen auf. Oh, da geht ja doch ordentlich was hin. Ist ja krass. Hol ich hier noch ein bisschen was ab. Die Produktion, da geht gleich weiter. Und alles hier schön ins Silo kippen. Wir holen jetzt hier erstmal alles, was an Hackschnitzeln gerade so umoxidiert, holen wir jetzt mal hier fein säuberlich ab. Und ich glaube, sicher. Zum Ansehen haben wir ja, glaube ich, ganz viel Raps auch ausgewählt, weil wir ja ganz viel Raps brauchen. Öl und Diesel produzieren ohne Ende. Hier sind noch ein paar Hackschnitzel. Auch gleich abholen. Dann ist hier sauber, ne? Brauchen wir uns hier erstmal keine Gedanken mehr machen. Holzkohle produzieren wir noch gar nicht. Ohaua, hoa, ha. So, den lassen wir erstmal hier stehen und dann wird alles gut. Gucken, was haben wir denn noch so? Moment. Den hier können wir erstmal auftanken. Den Xerion.
bitte? Und wir können uns hier auch mal wieder um die Produktion kümmern. Mal eben schauen, wie weit das hier alles so ist. Ganz schön schnell. Na ja, sag. Krass. Was ich jetzt mache, stelle mir jetzt hier eine Ladung für den Hochladen bereit. Und zwar drei Paletten von jedem. Das nehme ich in den Hochladen. Ich weiß, das sieht jetzt nicht schön aus. Soll auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Mal die Schweben. Ich ja nicht, eigentlich nicht so der Hofladen-Fan bin, aber irgendwie, wenn man ihn schon hat, dann soll man ihn ja auch pflegen, ne? Kann man es natürlich auch machen.
So. Ja, ich bin jetzt hier recht leise, ne? Ich hab recht wenig gesagt die letzten Minuten, glaube ich. Sorry. Sorry about that. Da kann ich ja auch noch mal eigentlich hinfahren. Kann noch mal was abholen. Ja, die Plattform hier, die habe ich mir auch verändert, dass sie erstmal zweietagig laden können und dass der Autoload-Bereich ein bisschen größer ist als vorher gedacht. Ja, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe die frisch vom Spawner genommen mit, aber egal. War eh voll, glaube ich. So. Einmal abstellen hier. Das mit dem Rotkohl ist natürlich echt mau. So. Ja, ich muss hier auch mal wieder Kompost hinbringen und verteilen. Ja, die produziert hier im Moment nicht, weil die hier zu dicht dran ist wahrscheinlich. Plattform. So. Aber eigentlich hier auch noch mal ein bisschen Blumenkohl wegholen. Jetzt erstmal Tomaten zur Ketchup-Fabrik. Überhaupt mal die ersten. So. Ja, ich weiß, da müssen wir noch ganz viele andere Sachen hinbringen, aber wir haben dann schon mal Tomaten da. Das ist schon mal besser als nix. Weil wir auch Tomaten produzieren, bis zum geht nicht mehr. Aber trotzdem. Und dann füllen wir mal unseren Hofladen auf. Kümmern uns auch um alle anderen Produktionen. Leute, die Mittwochsausgabe heute ist vorbei. Morgen schaltet ihr gerne wieder rein. Morgen gibt es zwei Ausgaben. Morgen ist Feiertag, Himmelfahrt, Vatertag. Ja. Schaltet rein, guckt zu. Okay, da ist Anlieferung für Mayo. Hier hinten ist Anlieferung für Ketchup scheinbar. Und ja, schön einmal beliefert. Haben wir schon mal etwas hier. Ja, schaut morgen wieder rein, hinterlasst mir ein Like, Kommentar, Abo, besucht mich bei Facebook, kommt auf meine Homepage. Würde mich freuen. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal ciao.